Willkommen in unserem Haus in Hintertal. Wir sind ein kleines Wanderhotel, ein Landhotel und ein Kräuterhotel. Aber die Zeit ist sehr, sehr lange vorbei, wie wir als junge Eheleute diesen Betrieb übernommen haben. Und im Dezember 68 haben wir das Haus von der Tante gekauft und im Dezember 69 haben mein Mann und ich geheiratet. Und dann, er als Tischler, hat sofort gesehen, was in diesem Haus alles fehlt und ist sofort um die Renovierungs- oder die Aufbauarbeiten weitergegangen. 71 haben wir dann ein Café eröffnet, unser Strudelcafé. Das war eh die beste Idee. Und das ist so gut gegangen, dass wir im April 72 schon anfangen haben müssen, einen Zubau zu starten, weil wir keinen Platz für unsere Gäste mehr hatten. Ja, und dann ist es schon langsam weitergegangen. Jedes Jahr haben wir Umbau gemacht und dort dann Umbau und da und dann die Garagen und dann die Küche und dann die Zimmer. Und dieses hat uns eigentlich immer sehr angespornt. Ja, wir haben die Arbeit geliebt und vor 2 Jahren haben wir dann das Personalhaus gebaut. Aber ich glaube, mein Mann und ich sind schon langsam jetzt beim Fertigwerden von unserem Lebenswerk, sind froh, dass wir noch mitarbeiten können und dürfen. Es hat jeder so seine Eigenheiten, jeder hat so seine speziellen Sachen, wo er sehr, sehr wichtig ist. Mein Mann bei der Musik, beim Holz, die Susi mit Strudel, Kräuter, die Laura im Service mit ihrer wunderbaren Schrift und mit ihren Ideen. Ja, und die im Büro. Vergessen, wie schön's mit dir war.